Ich würde gerne mit dir mal über deine wahre Größe, Macht, Stärke und Energie sprechen. Ich würde dich heute mal gern dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du ein unendlich großes, wahres Wesen bist, so groß, was wir uns alle vom Kopf her nicht vorstellen können. Guck mal, es ist alles eine große Form von Energie. Und in dieser Energie sind wir alle verwoben. Nennen wir es Universum. Und jeder von uns ist auf gewisse Art und Weise ja auch ein Energiewesen. Wir fühlen uns nur oftmals abgeschnitten von unserem wahren Kern, von dem, was uns ausmacht. Wir fühlen uns oftmals ohnmächtig Situationen ausgeliefert. Wir haben oft das Gefühl, wir können Situationen nicht ändern. Wir haben oft das Gefühl, da gibt es Dinge im Leben, die schier ausweglos sind. Wahrheit ist, dass jeder von uns es immer selbst in der Hand hat, dem Leben die wirklich von Herzen gewollte Richtung zu geben. Als einer meiner Mentoren, das war so viele Jahre her, egal wie lange, aber wirklich schon viele Jahre, wo ich mich wirklich in einer Situation wiedergefunden habe, die für mich damals schier ausweglos war. Und er sagte zu mir, die Situation, wie du sie dir jetzt erschaffen hast, oder wie sie jetzt gerade ist, die hast du dir selbst erschaffen. Ich kann dir sagen, das hat ganz, ganz viel damals mit mir gemacht. Ich hätte ihn würgen können, ich hätte ihn können an die Gurgel gehen, um es mal so auszudrücken. Natürlich habe ich mir diese Situation nicht bewusst so erschaffen. Natürlich erschaffst auch du dir Situationen im Leben nicht, wo du sagst, oh, da könnte ich mal locker drauf verzichten, bewusst. Sondern das geschieht auf einer unbewussten Ebene. Warum auch immer, will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Ich möchte ja darauf hin, heute hier dich mal dazu einzuladen, dass du dich mal dem Gedanken öffnest, dass du ein unendlich großes Wesen bist, dass alles das, was im Außen geschieht, du selbst es in deiner Hand hast, zu verändern, beziehungsweise wirklich deinem Leben die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Und es im Grunde genommen auch keinen Grund gibt, dich ohnmächtig irgendwelchen Situationen ausgeliefert zu fühlen. Es gibt so ein schönes Sprichwort, Ursprung kenne ich nicht, aber du kennst das Sprichwort bestimmt. Suchst du eine helfende Hand, du findest sie am Ende deines Armes. Was ist damit gemeint? Nichts anderes als das, was ich dir hier gerade weitergebe, dass du selbst es in der Hand hast, Dinge in deinem Leben zu verändern, die du eigentlich so nicht mehr haben möchtest. Sei es beruflich, privat und auch gesundheitlich. Das greift auch in meiner Welt alles zusammen. Wenn wir beruflich einen Job haben, wo wir total drin aufgehen, das uns total Freude macht, aber privat hängt es hinten und vorne, naja, irgendwann werden wir da so viel Energie auch reinstecken, dass das Berufliche leidet und natürlich auch der gesundheitliche Bereich. Unsere Seele. Je weniger wir auf dem Weg unseres Herzens unterwegs sind, umso mehr nimmt sie den Körper zu Hilfe und schickt uns auf der körperlichen Ebene Botschaften in Form von Disharmonien. Kenne ich auch aus meinem früheren Leben zuhauf. Nicht um uns zu bestrafen. Das Leben möchte ich nie wegen irgendwas bestrafen. Das Leben ist immer wohlwollend an deiner Seite, sondern um dich darauf hinzuweisen, hey, meine Liebe, mein Lieber. Korrigier mal bitte deinen Weg. Da gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du mehr Energie reinsteckst, wo du, was dich mehr Energie kostet, als dass es dir Energie schenkt. Das machen wir oftmals, vor allem im beruflichen Bereich, weil wir denken, naja, wir können ja nicht mit dem, was uns ausmacht, was uns wirklich Freude macht, was uns Raum und Zeit vergessen lässt, was wirklich unserem tiefsten Kern entspricht, damit können wir ja kein Geld verdienen.
Wir müssen ja dies oder jenes so machen, weil es halt die Masse so macht und nur damit kann man Geld verdienen. Hat man uns ja nie erzählt. Man hat uns ja nie erzählt, einschließlich mir selbst. Mach das, was dein Herz möchte. Mach das, was dem Plan deiner Seele entspricht. Folge dem Ruf deiner Seele, kreiere daraus deinen Seelenberuf und erschaffe dir damit ein freies Leben. Das sind ja Dinge, die ich mir auch erstmal aneignen durfte und die ich auch jetzt weitergebe, die ich ja lehre innerhalb der Akademie. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Ursprungsthema, wo ich dich dazu einladen möchte, dass du dich niemals ohnmächtig Situationen ausgeliefert fühlen musst. Es gab bei jedem von uns in der Kinderstube ganz, ganz viele Situationen, wo wir das Gefühl der Ohnmacht hatten. Bring dir ein simples Beispiel, was ich nur zu gut auch von mir kenne. Wenn die Eltern sich streiten, oftmals hat man ja das Gefühl und mag in der Realität auch des öfteren mal so sein, dass die Eltern sich wegen dem Kind streiten, weil sie unterschiedlicher Meinung sind und, und. Wir haben ja ganz feine Antennen, vor allem als Kinder. Und diese feinen Antennen, die hast du jetzt noch, du bist auch jetzt noch sehr feinfühlig wahrnehmend und sensibel. Nur als Kinder wollten wir ja, dass Mama und Papa sich lieb haben, sind vielleicht so dazwischen gegangen, wenn die sich gestreitet haben, weil wir wollten ja, dass die sich vertragen, sind aber nicht ernst genommen worden, geschweige denn, dass die irgendwie auf uns als Kinder gehört hätten, was wir eigentlich wollen. Und so solche Situationen und viele andere haben wir einfach in der Kinderstube erlebt, nur mal zum Bewusstmachen, wo wir uns ohnmächtig gefühlt haben, also ohne Macht. Und das zieht sich bis heute ins Erwachsenendasein durch. In der Kinderstube konnten wir nichts ändern. Da wussten wir um diese Dinge nicht und waren ja natürlich in Anführungsstrichen vielem ausgeliefert. Nur ab dem Punkt im Erwachsenenalter, wo wir das Elternhaus verlassen haben und auf den vermeintlich eigenen Füßen stehen, wenn wir da mal einen Cut hätten machen können in unserem Kopf, in diesen synaptischen Verbindungen, in diesen synaptischen Denkmustern, dann hätten wir ab dem Zeitpunkt angefangen, uns unsere Lebenswirklichkeit voll und ganz in unserem Herzen zu erschaffen. Haben wir aber nicht. Geht vermutlich auch nicht. Also von heute auf morgen synaptische Verbindungen im Gehirn zu verändern, da mag vieles möglich sein, aber da bedarf es einfach eines Trainings, einer Übung, weil die jetzigen synaptischen Verbindungen, wo wir uns ohnmächtig bis heute fühlen, noch aus vielen Situationen, aus der Kinderstube, aus der Schulzeit, aus dem späteren Erwachsenendasein, wo wir ganz viele Erfahrungen gemacht haben und geglaubt haben, wir können da nichts dran ändern, weil man es uns ja auch nie erzählt hat. Das wirkt bis heute nach. Und dazu möchte ich dich einladen, dich den Gedanken zu öffnen, dass für dich viel mehr möglich ist als das, was du bis eben lebst. Das ist eines der Gründe auch, warum du das Gefühl hast und möglicherweise auch schon so lange auf der Suche bist nach Veränderung und auch irgendwie denkst, Mensch, irgendwie muss mehr für mich möglich sein. Warum bin ich wirklich hier? Was ist wirklich so der Sinn meines Daseins hier? Warum bin ich hier überhaupt angetreten? Ja, eines der Fragen, die mich früher lange, lange beschäftigt haben. Und ich kann dich dann nur zu ermutigen, glaub an dich. Erschaff dir dein eigenes Glaubenssystem. Schon in der Bibel steht geschrieben, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Und ob du glaubst, dass du etwas schaffst oder ob du glaubst, dass du etwas nicht schaffst oder kannst, du wirst immer recht haben. Und das Leben ist immer wohlwollend an deiner Seite. Und ich würde dich auch mal gern dazu einladen, auch mal das alles zu hinterfragen, was du bis eben glaubst. Also diese Dinge. Da draußen ist Krise. Ich kann jetzt gewisse Dinge nicht machen, weil ich bin jetzt zu jung, zu alt, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Keine Ahnung, was auch immer. Welche Geschichten wir uns da immer erzählen. Hinterfrag das mal alles und stell mal eine Gegenfrage. Was wäre, wenn es doch möglich wäre für mich? Damit du mal mehr und mehr deine wahre Größe erkennst und mal mehr und mehr in das Gefühl reingehst,
dass du wirklich, 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 wirklich alles, was du dir erträumen kannst, deine Ideen von dem Leben, wie du es eigentlich gerne hättest, die sind ja tief in dir verborgen, die kommen ja aus deinem tiefsten inneren Sein, dem So-Sein, wie du bist. Und die haben auch ihren Grund, warum sie da sind. Und glaub da an dich. Du brauchst dich niemals Situationen ohnmächtig ausgeliefert zu fühlen. Du hast es jederzeit selbst in der Hand, deinem, ich verbinde es jetzt mal mit einem Schiff, der Kapitän, die Kapitänin auf deinem Schiff zu werden, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, hier geht's jetzt lang, stabil, in die andere Richtung. In die Richtung deines Herzens, in die Richtung deines Seeles, deiner Seele, in die Richtung da, wo du schon so lange hin möchtest. Glaub an dich. Alles, was du so in deiner Vorstellung hast, was du eigentlich gerne in deinem Leben hättest, ist möglich für dich. Nirgendwo steht geschrieben, dass du es dir nicht erlauben kannst. Das ist auch damit gemeint, dass du auch immer das Allerbeste verdient hast. Du glaubst nur bis eben, du musst dich mit weniger zufrieden geben und, und. Ja? Wenn du da mal wirklich ganz, ganz tiefgehend in die Tiefe deines Seins eintauchen möchtest und mal mehr Klarheit und Rückenstärkung haben möchtest, wie genau du das auch stabil umsetzen kannst, dann kann ich dir wirklich nur von Herzen jetzt noch eine Empfehlung geben. Am 8. Februar gibt es eine Masterclass, The Big Essence to Start Your Free Life. Und in dieser Masterclass tauchen wir mit dir ein in die Tiefe deines Seins. Du wirst vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben auf einer so tiefen Ebene Kontakt zu deiner Seele aufnehmen, dass du möglicherweise denkst, wow, warum war das nicht schon früher der Fall? Und du wirst da wirklich auch Schritte anhand bekommen, auch wie ich ja auch mal gemacht habe, um aus meinem früheren Leben, um aus dem in meinem damaligen Sprachjargon Schlamassel rauszukommen und meinem Leben die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Also wenn das irgendwo in dir auf Resonanz stößt, ich poste dir den Link hier oder schau in der Bio, du findest irgendwo den Link, melde dich zu dieser Masterclass an und dann sehen wir uns da. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.